Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ark Aberration 2024. What in the fuck? Was sind das gerade für Damage-Zahlen gewesen? Ich habe nichts gehört, bin kurz rausgetappt. Und die Roll Red steckt ja auf einmal in meiner Hauswand. Und hier liegen 18 Megalo-Eier rum, die ich für Kippe mal mitnehme. Alter, was war denn hier los? Hier ist doch gerade wieder irgendwas gewesen. Warum spawnen denn hier teilweise in den Felsen irgendwelche Viecher, die dann hierher kommen? Also, ich stelle hier mal hier hinten noch einen Megalo auf. Ganz schön nervig. Eigentlich wollte ich euch gerade willkommen heißen und sagen, wir gehen jetzt kurz auf eine kleine Spritztour. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass unsere beiden hier safe sind. Aber wir haben ja auch noch den Bären hier stehen. Der wird auf jeden Fall getargetet. Und wird dann... Droll stelle ich ja auch noch hin. Nicht Inventar öffnen, was mache ich denn? Droll, mein großer. Neutral. So. Und du, liebe Selina. Auch neutral. Gut. Genau, also ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zurück. Heute gucken wir uns mal ein bisschen hier so in der Green Zone um. Beziehungsweise, ja, eigentlich in der Green Zone hätte ich vorgehabt. Machen ein bisschen Ausflug mit dem Rocktrack. Das sage ich bestimmt nicht nur, weil ich unfassbar Spaß daran habe, mit dem durch die Gegend zu dashen. Aber wir haben ja auch schon ordentliche Pfeile und alles mittlerweile gesammelt. Deswegen würde ich sagen, und wir machen jetzt auch schön Torpor-Damage. Wenn wir... Wir haben 90% Nacht. Never fucking mind. Wir gehen an die Oberfläche. Wir gehen an die Oberfläche. Let's go. Scheiß auf Taming-Ausflug. Wer braucht denn sowas? Blöde Viecher braucht keinen Spaß. Wir gehen an die Oberfläche. Ich zeige euch die Oberfläche. Let's go. Wir gehen das erste Mal Loot Drops holen. Ja, lass das. Ja, ja, das ist doch. Alter, das ist ja. Junge, was ist denn hier gerade los? Erst finden wir drei krasse Rocktracks hintereinander. Und dann. Kriege ich auch noch die. Hä? Wieso? Manchmal bleiben die Rocktracks so komisch auf dem Boden kleben. Da ist dann irgendwie immer irgendwas ein bisschen weird. Also, ich meine, das passt arg hier als Ganzes ganz gut zusammen. So. Okay, ihr Lieben. Oberfläche. Da kann man nämlich nur nachts hin und deswegen sind diese 90% Nächte im späteren Verlauf des Spiels absolut geil. Ich brauche was zu essen. Ja, für so einen ranzigen Skorpion reicht mein Damage auf jeden Fall noch aus. So. Wir müssen halt aufpassen, die Reaper an der Oberfläche sind absolut mies. Und wir haben nur 5000 Leben. Die machen teilweise 300-400 Schaden mit einem Angriff und die sind schnell. Also, und die greifen auch automatisch an. Die greifen dich immer an, egal mit was du unterwegs bist. Ich muss, wir müssen eigentlich Richtung Portal. Das ist so die einfachste Stelle. Achso, ich war im Klettermodus, deswegen habe ich mich gerade wieder ein bisschen mit der Perspektive... Ah, ich bin eh richtig. Ich bin eh richtig. Ich bin so mit meiner Orientierung so schlecht, dass ich sogar daran zweifle, wenn ich mal auf dem richtigen Weg bin. So, wir müssen... Genau, hier sind wir damals hochgeklettert beim... Eroberen unseres Base-Spots. Oh, das ist aber auch gar nicht so risikolos, was ich hier mache. Mit einem ziemlich schwachen Rockdrake an die Oberfläche zu gehen. Aber wir müssen nur mit der Ausdauer haushalten. Wenn das der Fall ist, dann ist ein bisschen geil irgendwie immer noch, dass auch hier oben einfach Tiere spawnen. Auch wenn du da natürlich erst dann rankommst effektiv im Spiel, wenn du die nicht mehr brauchst. Der Bär könnte jetzt 180 sein, wäre die ganze Zeit wenige Meter über uns gewesen, als wir noch hier unten gelebt haben. Und es hätte uns nichts gebracht. So. Ich bin gerade ein bisschen blind. Da muss ich hin. So, ihr Lieben. Erstes Mal Oberfläche. Ich... Alter, das fühlt sich an, als... Weißt du, er hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert jetzt. Aber das müssen wir nutzen. Wir gucken uns das mal an da oben. Ich habe vergessen, ab wann. Ich weiß nur, dass es nach 5 und vor 6 Uhr war. Ab wann die Hitze an der Oberfläche wieder kommt.
Weil die kommt ziemlich auf einen Schlag und dann bist du sofort tot. Die grillt dich einfach bei lebendigem Leib. Was hier auch Tiere rumrennen, ne? So. Die Oberfläche. Jetzt, wird das erste Mal interessant. Unser Rockwreck hat seine Federn aufgestellt, das heißt, Reaper sind natürlich schon in der Nähe. Und es sind männliche Reaper, also es sind Reaper Kings, aber die machen unfassbar viel Schaden. Auch, glaube ich, schon einen gehört unter mir, der da rumgrummelt. Die Loot Drops ist dasselbe wie in anderen Arcs, also in anderen Maps. Die Farbe geht von... Wobei, ich glaube, blau ist das Niedrigste, was hier spawnt. Ich glaube, was niedriger ist als blau, gibt es nicht. Ich glaube, grün und weiß gibt es gar nicht. Ist hier nicht schon Mapboarder? Ja. Oh. Hier ist gerade aber gar nichts, ne? Wow, lag. Er landet mal kurz hier. Ja, die Federn sind halt durchgehend aufgestellt. Boah, das ist ein schöner, das ist ein geiler Screenshot. Oh, wow. Ah, die habe ich natürlich ganz vergessen, die kleinen Wichser. Die habe ich ganz vergessen. So. Hier ist nur ein einziger Loot-Job. Das ist aber, na gut, da hinten kommt noch einer, aber halt auch nur blaue. Also blau, dann kommt lila, dann gelb und dann rot. Rot wäre natürlich Endgame, wenn wir den finden würden. Dass mich noch kein Reaper geaggrot hat, ist mir ehrlich gesagt ein absolutes Rätsel. Mann, der Seeker ruiniert mir den Screenshot, der Bastard. Überall, wo die sind, nerven die. Die Drecksviecher. So. Ja, das sieht schon sick aus. Das sieht schon extrem sick aus. So, wo war ich? Genau, Licht. Weil Nameless gibt es natürlich hier oben auch. Die überleben hier, indem die sich tagsüber eingraben. Die, ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wie die sich ernähren, weil hier oben ist ja sonst nichts. Ne, weil die Seeker werden nicht gefressen, die Nameless werden... Und Reaper. Ja, die Kleinen sind uns egal. Da ist ein Reaper, da ist ein Reaper. Ich will euch ja mal zeigen, wie viel Damage der macht. Ich hoffe nur, der pinnt mich da nicht fest. Mann, Seeker, geh weg. Warum seid ihr überhaupt existent in diesem Spiel? So. Er ist wieder eingegraben. Der müsste eigentlich jeden Moment wieder rauskommen. Die bewegen sich auch unter der Erde. Deswegen, jetzt kommt er gleich hinter mir raus. Ich würde euch ja mal gerne... Ich meine, wir werden noch Reaper... wir haben noch keinen Reaper im Let's Play gehabt, glaube ich, ne? Wir haben noch keinen gehabt. Alter, das erste Mal an der Oberfläche. Das ging jetzt so ratzi-fatzi. Was, Rakizaki, Alter? Was rede ich denn hier für kryptische Dinge zusammen? So. Ich könnte mich ja auch... Der ist doch... Der müsste doch schon unten sein, langsam. Der ist auch unten. So, ein bisschen auf Leben. Während wir hier oben und in Lebensgefahr sind. So, reinschauen. Oh, Alter, yo, let's go. Oh mein Gott. Eine bessere Armbrust direkt. Das ist natürlich super geil. Oh, auch die Pump, sehr geil. Wir bräuchten... Ne, wir haben schon eine bessere Pump. Stimmt, das haben wir in einem Loot-Drop unten gefunden. Wo ich noch gesagt habe, das ist der einzige gute Loot-Drop, den ich ja, glaube ich, jemals gefunden habe. Unterirdisch. Also hier oben ist es jetzt, muss man dazu sagen, hier oben ist es nichts Ungewöhnliches, guten Shit zu finden. Das war ein blauer Drop, ne? Was du hier aber unfassbar oft bekommst, sind Sarko-Sättel. Für das Krokodil. Die Sättel kriegst du hier als Bauplan. Jetzt klebt er wieder am Boden fest. Wo ist er denn? Der muss doch hier direkt neben mir irgendwo sein. Ich kann mich auch unsichtbar machen, das vergesse ich immer. Guck mal, der Seeker. Die werden von Licht angezogen. Aber Hauptsache, wenn, weißt du, wenn ich unsichtbar bin, dann auf einmal nicht. Obwohl das Licht ja immer da ist. Ah, okay. Da ist einer. So.
Ja, guck mal, Alter, der macht 200 Schaden mit einem Hit. Die drücken halt miesen Damage. Dürft nicht vergessen, wir haben auch einen Sattel, ne? Der fängt 25% Damage ab, wenn mich nicht alles täuscht. Lina Drop, let's go. Das sind ganz gute. Der müsste doch schon gelandet sein, aber ich brauche Ausdauer. Wie sieht es aus mit der... Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Bis 4 Uhr morgens würde ich hier schon, würde ich mich hier schon safe noch... verpiss dich. Safe noch aufhalten können. Um 5 wäre ich gerne weg. Oh, Alter, was? Ich hab grad... Alter, was ist denn hier? Was ist denn hier im Moment los, Alter? Diese Aufnahme ist absolut crazy. Alter. Ich schwöre, ich habe die Loot-Einstellungen nicht erhöht extra für die Folge oder so. Ich wusste nicht mal, dass wir jetzt hier am Ende hier oben landen werden. Ich kann auch eigentlich mich spoilern, was da unten drin ist und dann sehe... Alter, ein Schwert, ein legendäres. Halt legendär, halt überragend. So, hier kann ich halt dann gecornert werden auch. Was hier auch geil ist, du kriegst hier Öl. Ich glaube, hier ist sogar direkt ein Ölstein. Ja, genau. Kriegst du hier auch raus. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Hier hoch, bisschen Öl gesammelt. Wir kriegen jetzt hier gerade mehr als normalerweise, weil eben die Farmeinstellungen noch ziemlich hoch sind. Dann nehmen wir nur das Öl mit. Das Schwert ist auch ziemlich geil. Gut, Rüstungen kannst du halt die meisten leider vergessen. Wobei da, Alter, 900, ich muss den Loot, das stimmt doch was nicht. Ich habe doch die Loot-Einstellungen eigentlich immer auf 3. Das hier sieht mir aber nicht nach 3 aus. Wir haben bis jetzt nur die hellblauen, was die besten Sachen sind, gefunden. Also da ist doch irgendwas faul. Ich meine, ich hätte mit den Rockdrake-Eiern auch gottloses Glück. Das ist schon wirklich das... Das ist, und gelber Drop da hinten, Leute. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Das könnte jetzt zum Beispiel eine schöne Shotgun sein. Da hinten ist noch ein Lilaner gelandet. Die können wir uns auch zuerst holen, weil die sind eh noch unterwegs. So. Wichtig ist nur immer die Uhr im Auge behalten, aber 90% Nacht, das dauert schon. Das dauert schon eine ganze Weile, bis das vorbei ist. Alter, ist das krass. So. Dann sehen wir mal, ob die Glückssträhne auch hier weiter anhält. Ich meine, wie gesagt, es ist... Ist ja gerade ein Reaper gewesen? Ich meine, die sind hier überall. Der Rocktrack hat durchgehend die Federn ausgeklappt. Das war schon mal nix, okay. Oh, Alter, das ist nur ein Seeker, Alter. Gott, oh, Junge, 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 ey. Was auch gibt, hier oben sind Alpha Reaper. Die sind aber ultra selten. Also das ist eigentlich nie mehr als einer auf der ganzen Map. Und ich habe den bis jetzt... Habe ich einmal einen gefunden. Das war aber, glaube ich... Es gibt drei, ich glaube... Ja, es gibt, man sieht, es ist überall, wo ihr diese Sandfarben auf der Map habt, ist quasi Oberfläche. Ne? Also es gibt einmal geradeaus noch ein Gebiet. Das unsere hier ist in der Nähe von unserer Starterbase. Und rechts oben gibt es noch eins, da hole ich meistens Basilisken. Weil da ganz gerne ein ganzer Haufen in einer überschaubaren Gegend spawnt. lohnt sich also auch da mal hinzugucken. Sightseeing ist ja jetzt kein Problem mehr. Gut, Seeker ist mir egal. Let's go. Alter Junge. Moment. Ach, 100, ich dachte gerade 1115. Okay, jetzt kommen aber auch ein paar weniger kranke Sachen. Okay. Okay, okay. Ich glaube, dann hatte ich halt wirklich einfach nur gottloses Glück. Wo wir gerade dabei sind mit gottlos und Glück. Ich glaube, was uns allen jetzt nochmal schmecken würde, wäre ein roter Loot-Job. Da hätten es auf jeden Fall noch ein gelber.
Übrigens, hier oben können auch ganz gerne Reaper auftauchen, aus dem Berg raus, die, keine Ahnung, wie die hergekommen sind, aber die sind auf jeden Fall dann da. Eine Flinte, die ist aber schlechter als unsere. Das hier ist geil. Das hier ist sehr geil. Rollred-Sattel ist eigentlich auch immer, die kriegst du ja eigentlich auch sehr in die Poperze geschoben. Das ist eigentlich schon gar nicht so besonders. Dass wir noch keinen einzigen Sakko-Sattel gefunden haben bis jetzt. Ja, alles, was ihr da dauernd schreien hört, sind die Reaper, die getriggert werden. Oh, gerade noch so geschafft hier mit dem Jump. So, wir könnten jetzt theoretisch sogar, ne, wir könnten immer so hier hochgucken, was wir bekommen. Und dann sehen wir kriegen Baupläne für ein Schild, das ist schon mal sehr geil. Für einen Rockwell-Fight, beziehungsweise, nee, nicht Rockwell-Fight, eher für einen Reaper. Wenn wir uns einen Reaper holen. Also es gibt ja Reaper-Queens und Reaper-Kings, ne? Und ich fühle mich dumm, das zu erklären, weil ich mir sicher bin, das weiß eh schon jeder. Weil wahrscheinlich kennt das DLC mittlerweile jeder. Also, und ne, die Reaper-Queens sind riesige, sind wirklich absolut, das sind eigentlich Gigas von der Größe. Und man kann nur einen Reaper-King bekommen, keine Queen. Denn die heißen zwar Reaper-King und Reaper-Queen, die haben aber, ich warte mal auf den Loot-Drop, die haben aber eigentlich kein Geschlecht. Und die Reaper Queen muss man auf unter 2000 Leben runterprügeln. Und wenn man das geschafft hat, das Licht ausmachen und dann leuchtet die rot. Und wenn man sich ihr dann nähert und man hat Glück und das Spiel ist nicht verbuggt, bei uns sehr ehrlich, das ist immer so, dann grabt die einen mit dem Tail und schwängert einen, ne? Wie in den Alien-Filmen. Die heißt ja auch im In-Game, wenn die Spawns heißen, die Xenomorph. Also das sind halt wirklich, das sind... Legit, ich bin auch blöd. Ich hab, das hier war eben unsere Flinte. Ich hab die ausgetauscht mit der krassen, die wir gefunden haben. Natürlich ist die dann, die wurde ja auch schon benutzt. Ne, warte mal, warum ist die bei 100% Haltbarkeit? Na, ist ja auch egal. Und dann bist du halt, bist du da quasi injiziert, dann platzt es aus deinem Bauch raus und du krepierst dabei fast. Ja, du kannst zum Beispiel, oh nee. Dann holen wir uns den zuerst. Du kannst zum Beispiel Reaper-Pheromone nehmen. Dann haben die kein Aggro auf dich. Oh! Oh, 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 oh. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, Johnny. Und genau, dann platzt er aus deiner Rüstung, aus deinem Bauch, wächst zu einem Reaper heran, zu einem Reaper King. Queen kriegst du, wie gesagt, keine. Wäre auch zu OP. Und weg. Ich bin hier ein bisschen angespannt. Der könnte mich mit einem Hit aus meiner Rüstung rausprügeln und mit zwei Hits wäre ich wahrscheinlich tot. Und dafür brauchst du keinen starken von denen. Die hier sind eigentlich wirklich... Also die sind vom Damage her mit Abstand die schlimmsten. Die Reaper Queens haben in erster Linie das Problem, dass sie dich von irgendwo runterschmeißen können, weil die so eine fette Range und so einen fetten Knockback haben und weil die so riesig sind. Und weil die unglaublich tanky sind. Die haben, wie gesagt, ich glaube 45.000 Leben Base Stats. Das ist zwei unserer Megalos, mit denen wir die Rockwakes holen, war. Bisschen mehr sogar. So, ah, der ist noch gar nicht unten, der da aber. So, schnell reindashen. Oh, da ist einer direkt neben mir gewesen. Alter, deswegen muss man da so schnell sein. Gut, man muss auch nicht so schnell sein. Ich schätze, es würde auch reichen, wenn man nicht so extrem riskant da direkt neben reindasht und dann sofort absteigt. Ist da ein lila Drop oder ist das, das ist der Obelisk, der hier lila leuchtet? Uhrzeit? Was ist die Uhrzeit, ihr Lieben? 22:47. Da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Ich bin hin und weg, wie das hier gerade aktuell läuft, ne? Also, Klettermodus aus, sonst regeneriert die Ausdauer nicht wirklich. So. Gut, also der Crossbow ist absolut geil. Absolut geil. Alles andere ist auch durchaus ansehnlich. Also, das gefällt mir schon ganz gut. Die Flinte und der Crossbow sind aber... die sind Killer. Also mit dieser Flinte hier wird das Tamen... Das wird die K.O.-Tames natürlich nur, ne? Woanders bringt uns das nichts. Wird das ein absoluter Walk in the Park. Also...
Ich müsste mal, weißt du was, wenn der Loot-Drop runterkommt, ich rechne mal das kurz aus. Und zwar, wo ist meine Dododex-App? Kann ich übrigens jedem ARK-Spieler empfehlen, aber ihr werdet die wahrscheinlich eh schon kennen. So. Waffe ändern. Tranquilizer Dart. Wie viel haben wir an. Ich glaube 458, ne? Genau. 458. Oh. Ja, wir machen 1000 Betäubung mit einem einzigen Dart. Das heißt, 10 Darts und so ein Max-Level Spino liegt. Das ist absolut geil. Schlecht gedasht. Oh, ein Schild. Mich essen jetzt, Alter. Rocky Drakey, Irrelet. Irrelet, lass das. Bist du Irrelet? Gut, hier regeneriere ich keine Ausdauer, aber ich habe eh noch viel. Okay, Klapprig ist das Schwächste, aber das ist mir egal. Diese Schilder kann man immer gebrauchen für die Reaper. Also, wenn wir uns einen holen. Wie gesagt, die sind ja ganz anders als die Reaper hier oben. Die Reaper hier oben heißen sogar Surface. Reaper Surface King. Die gibt's unten. Glaube ich gar nicht. Ich weiß, dass Nameless Reaper spawnen können, wenn du die nicht auffällst. Und die werden lang genug quasi gestärkt durch die Dunkelheit, wenn sie dich jagen. Können die einen Reaper King beschwören, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein normaler Reaper King. Die du normalerweise nur bekommst, wenn du eigentlich selber einen zähmst. Gilly Brustpanzer Blueprint, ja, kann man mal mitnehmen. Ist jetzt nicht unbedingt. Sieht schon alles krass aus hier immer noch, auch nach all den Jahren. Wir haben noch nicht mal Mitternacht, Leute. Wir sind 22 Minuten in der Folge. Und wir könnten hier theoretisch bestimmt nochmal 20 Minuten rumrennen und uns sammeln. So, Klettermodus. Anvisieren, dashen, abspringen, aufmachen, nehmen, umdrehen, drauf und direkt wieder weg. Das ist der gesamte Vibe der Folge bis jetzt. So, okay, aber das extreme Glück, was wir am Anfang haben, habe jetzt ein bisschen nachgelassen. Weil das Geile ist halt, ne, auch dieser Blueprint hier, das ist schon trotzdem strong. Es ist halt schade, weil die Loot Drops in ARK so extrem weird sind, dass du halt so oft dasselbe bekommst, ne? Das finde ich ein bisschen. Weil, wie gesagt, die Sarko-Sättel, die ich hier schon in die Fresse gedrückt bekommen habe, hier oben, ist krass. Du kannst übrigens auch, man kann jederzeit auch auf die anderen beiden Oberflächen gehen, ne, die ich euch eben gezeigt habe. Oben links, oben rechts. Wir sind ja unten links. Kann man jederzeit auch hingehen. Wir können, stimmt, könnten wir eigentlich nochmal machen. Wir könnten just for fun nochmal zu einer anderen Oberfläche hingleiten. Ich mag ganz gern die kleine oben links. Das klingt auch komisch so. Weil du da natürlich auch ganz schnell wieder weg bist. Schrotflinte Blueprint. Nee, komm, wir haben eine gute. Und wenn, dann brauchen wir eine Pump. Also, das klingt jetzt so, als hätte ich zweimal dasselbe gesagt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Schrotflinte und Pumpgun in ARK. Rollred-Sattel, sage ich ja. Kriegt man hier ganz gerne. Jetzt reicht mein Dash nicht mehr. Aber ich habe auch nicht mehr viel Ausdauer. Ich laufe mal kurz weiter. Man muss halt auch immer wissen, wie man hier wieder rauskommt. Das ist das große Ding. Mittlerweile weiß ich das ja schon recht gut. Ich stecke fest an der Stelle. Okay. Aber am Anfang habe ich mich hier schon eingeschissen. Aber wir haben immer noch genug Zeit. Es ist eine Wonne. So, und das Geile ist, während wir hier gerade geile Sachen von der Oberfläche grabben, wachsen zwei extrem starke Rocktracks bei uns zu Hause heran und sind bald einsatzbereit. Gut, bald ist vielleicht übertrieben, aber zumindestens, na doch, bald eigentlich nicht übertrieben. So, warte mal, ich glaube, der hier links oben ist auch der, wo du, wo ich oft nach Basilisken suchen gehe. Oder? Wo war noch mal der Eingang rechts oben? War das hinter den großen Metallgebäuden oder da, wo wir jetzt hingehen?
Oh, das Loch ist auch gemein. So. Ui. Das Pferd hat sich gerade erschrocken, weil der Rockpack auf einmal neben ihm hingedasht kam. Verstehe ich aber auch so ein bisschen. Aber es ist schon ziemlich spät. Ich muss nach der Folge dann auch aufhören. So. Nee, das hier war, glaube ich, der Basiliskenaufgang, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, wir müssen ja nicht unbedingt die Folge auch hier beenden. Gut möglich, dass ich jetzt eh noch kurz brauche, bis ich... Nein, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, das hier ist der Basiliskengang. So, hier müsste ich doch eigentlich auch stehen können. Jawohl. Wir müssen links von dieser Metallstreben da quasi. So. Dann müsste das hier auf der Seite eigentlich irgendwo sein. Hier kurz runterdashen. Da hinten ist es. Lass uns noch mal kurz auf die Seite hier gehen, ihr Lieben. Wir werden bestimmt noch mal irgendwann eine Oberflächenfolge machen. Eine oberflächliche Folge. Deine Videos sind alle so oberflächlich. Du beurteilst deine Tiere nur nach dem Aussehen. So, hier sind wir doch jetzt. Kurz Ausdauer tanken wieder. Auftanken. Ich freue mich trotzdem, wenn wir dann die zwei krassen Rockdrakes haben und den dann zu einem machen. Also, es geht Schlag auf Schlag gerade. Und ich glaube, die letzten zwei, drei Folgen haben schon ganz gut gezeigt, wie der Rocktrack unser Leben hier wirklich nochmal um einiges besser macht. So. So, lila und blau. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir vielleicht noch direkt mal einen roten Loot-Drop reingedrückt bekommen hier, aber nee. Man muss halt hier auch aufpassen, ne? Weil die Reaper haben einen Distanzangriff, die können Giftstacheln schießen. Und natürlich da unten in so einer Ecke bist du schon mal leicht am Arsch dann auch. Also, ja, das hier ist eigentlich schon das komplette Gebiet, ne? Da hinten, wo wir hergekommen sind. Wir spawnen nie mehr als zwei, drei Loot-Drops. Ist von der Übersicht her geil, aber die Fluchtmöglichkeiten sind natürlich auch so ein Fall. Aber dafür... Ne, bist du halt schnell mal weg, wenn der Morgen dann langsam kommt und du nicht weißt. Ne. Oh, Flakhelm ist nicht schlecht. Was haben wir da hinten? Chitinhelm. Ja, wenn wir mal hinfliegen und die Sachen rausschmeißen, dass schnell ein neuer Loot-Drop kommt, ist ja auch okay. Ich glaube sowieso. Ja, der blaue ist auf jeden Fall als erstes da. Klettermodus und dann. Schön smooth hier landen. So. Zack, runter. Ah, den kann ich noch nicht öffnen, weil ich zu schnell war. Oh, Alter. Oh, ich steck fest. Dann laufen wir halt. Ich glaube, die Reaper sind schneller als wir sogar. Ist da links gerade einer? Hat sich da gerade links einer hinterm Felsen eingegraben? Sieht ganz so aus, weil da ist einer. Und da ist noch einer. Es kennt's mich am Ohr schlecken, ihr kriegt's mich nicht. Ihr Schweine. So. Musik hier ist auch so geil. Ja, euch habe ich natürlich jetzt unbedingt gebraucht. Och, den habe ich jetzt natürlich sofort. Also den musste ich jetzt unbedingt haben. So. Da wollte ich hin, ja. Ich mag diese Dildo-Felsen nicht. Weißt du was? Scheiß auf den. Man merkt, ich tue mir auf dem... Man tut sich auf dem engen Terrain hier auf jeden Fall schwerer. Nicht der hier. Der hier. Gut zu wissen, dass hier nichts direkt Aggro auf mich hat. Das war ich nämlich, sollte man eigentlich machen, dass man checkt, ob hier direkt einer unter dir rauskommt. Weil du halt mit dem Umdrehen und so hier nicht so schnell bist. So, so viel können wir jetzt auch nicht mehr tragen, merke ich gerade. Das geht sich genau nicht mehr aus. Das mit dem Klettern, das Klettern funktioniert halt bei diesen spitzen Felsen nicht so wirklich. Und ich komme ja auch nicht auf den nächsten drauf. Da machen wir es einfach so. Einmal hier.
Und dann hier so oben drauf. Dann hier so oben drauf. Ach, das ist gemein. So. Ein neuer Spawn ist hier aber gerade keiner, ne? Ach, ist das dein fucking Ernst, Alter? Die Kackviecher. Hui! Ja gut, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe lieber darüber gucken. Da ist gerade noch einer gespawnt. So. Schade, dass man hier oben nicht bauen kann. Falls jemand die Frage gestellt hat, nein. So. Also ich meine, du kannst, aber es ist... Er weiß jetzt nicht unbedingt als der beste Wohnort. So. Den hier gucken wir noch und dann... Oh, ist auch schon 3 Uhr, okay. Oh, wir haben auch nur noch 50-50. Hatten wir schon die ganze... Wir hatten vorher, glaube ich, schon mal 90% Nacht. Stimmt. Stimmt, wir hatten vorher schon mal 90% Nacht, aber keinen Rock Track. Das war der letzte Tag. So, okay, dann lass ihn nochmal hier checken. Kano und Metall. Oh, die Metallhacke, ja, ja. Aber natürlich dadurch, dass wir jetzt 50% Tag, 50% Nacht haben. Und das ist gemein, das switcht immer nachts. Also von um 0 Uhr quasi switcht das um. Und wenn das umswitcht und du nicht aufpasst, dann wird es auf einmal sehr warm hier oben. Weil in dem Moment, wo der Zyklus ändert, sich von 10,90 auf 50,50, dann geht natürlich auch die Nacht wesentlich schneller runter. Und ich war hier auch gerade so ein bisschen, ne, Gedanken verloren und... Jetzt sieht man aber auch schon langsam, genau, jetzt wird es da oben, jetzt ist da... Oh, jetzt habe ich da sollte ich nicht hinfilmen. Habe ich hier den Planeten oben und man merkt jetzt auch schon, dass es heller wird. Also es gibt schon so Anzeichen, du merkst dann, dass der Sand sich aufheizt. Das sieht dann aus wie so ein Sandsturm so ein bisschen, der so über den Boden zieht. Dann weißt du, okay, jetzt sollte ich mich verpissen. Ist jetzt auch 4 Uhr morgens. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich schon gehen soll. Es ist, ich war es 5.53 Uhr oder 6.53 Uhr Abbruch? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall kein klar definierter Zeitpunkt, weswegen du immer ein bisschen Spielraum reinplanen solltest. Deswegen nehmen wir uns jetzt den noch mit und hauen dann auch ab. Dann werden wir noch mal ganz kurz, machen wir noch halt heute mal 1-2 Minuten länger, dann gucken wir noch mal ganz kurz nach unserem Rocktrack-Nachwuchs. Ja, da komme ich jetzt wieder nicht zu irgendwas, ne? Weil die scheiß Seeker wieder abfacken. So. Bam, bam. Und nix wie weg. Weißt du, eine Sekunde das Licht aus und dann kommen die und fucken ab. Mein Gott. So. Jetzt wisst ihr auch, glaube ich, was ich meine, ne? Man sieht... Oh. 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 Krieg ich den hier runtergelockt? Hab keinen Bock auf die Giftstachel. Ich hätte den gern hier runtergelockt bekommen. Ja, da ist er. So, wir müssen aber noch ein Stück weiter hier vorne hin. Oh, jetzt haben wir wieder dieses scheiß Erdbeben. Was bist du für ein Level überhaupt, großer? 174, ich bin weg. Ciao. Ah, er hat mich erwischt. Jetzt haben wir 174er Reaper King hier unten. Aber nicht die, sondern die Surface King. Oh, das ist eine ganz miese Nummer. Oh, das ist eine ganz miese Nummer. So, wie viel Damage wird der uns jetzt drücken? Ja, mit der Scheiße nicht, bitte. Alter, das ist nicht mal der starke Move. Der Biss macht, glaube ich, mehr Damage. Oh, Alter, Alter. Alter, ja, ich sag ja. Mit Sattel, wohlgemerkt, mit Sattel. Damit fixst du nicht rum. Die sind ganz mies.
Damn. So, und es ist wieder helllichter Tag. Das ist doch immerhin mal eine gute Nachricht. Gut, dann lass uns noch mal zum Abschluss, lass uns kurz in unsere Heimat schauen. Übrigens, oh, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Hier, erstens finde ich diesen See hier sauschön. Auch wenn er nicht ungefährlich ist. Den können wir uns vielleicht die Tage nochmal auf der Suche nach einem endlich brauchbaren männlichen Spino ansehen. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, war dieser Spot hier. Hier habe ich meine allererste Base jemals gebaut auf Aberration. In dem damaligen alten LP, ne? Weil das hier ist ja so eine Art Remaster von diesem damaligen LP, wo ich zu stur war, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen und mich nicht gespoilert habe und dann auf die Fresse bekommen habe. Genau. Das war genau an dieser Stelle. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Hat gerade nichts... Oh, Ausdauer. Hat gerade nichts mit irgendwas hier zu tun. Aber egal. So, dann lass uns mal den Heimweg antreten. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Ich sehe nichts. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, wie weit unsere Schätzchen sind, unsere neuen. Oh! Alter, wenn der jetzt noch ein krasses Level gehabt hätte, wäre das eine 2-Stunden-Folge geworden. Wobei, ich habe nicht... Da ist ja noch einer. 90, der geht aber nicht auf mich. Die haben keine Aggro auf Rock Tricks. Ja, der geht auf irgendwas anderes. Der hat aber nur Aggro auf andere Viecher, wenn du in der Nähe bist. Auch wenn du gar nicht das Viech bist, auf was er Aggro hat. So. Ich muss mal kurz überlegen, wo waren nochmal unsere Base? Ich glaube hier. Ja, da. So, erstmal komplett verloren, wo ich überhaupt hin muss. Gut, zack. Alter, da bin ich aber kurz Schlittschuh gelaufen gerade. So, okay, die sind schon ordentlich gewachsen, das ist schön. Ich habe einen Arsch voll Loot einstecken, den ich noch wegräumen darf. Das mache ich auch noch. Dann sehen wir uns, wie weit bist du? 70, die bluten jetzt so stark, weil die ihre Gesundheit nicht mitregenerieren. Wenn du außerhalb der Render-Distance bist. Das ist aber nicht schlimm. Okay, dann sind die ja beim nächsten Mal fertig. Dann würde ich sagen, war ein bisschen eine längere Folge diesmal. Aber, was ist mit mir passiert? Okay, das sieht komisch aus. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir haben einen Arsch voll guten Shit gefunden. Das war eine extrem erfolgreiche Folge. Das erste Mal an der Oberfläche. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hoffentlich genauso erfolgreich weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.